Willkommen im Motel Nirvana. Motel Nirvana. Hallo, ich bin Olivia, 8 Jahre alt, von Radio Jojo. Wir waren für euch in der Schweiz, in Zürich, in der Geburtsstadt des Dadaismus. Hallo, ich bin der Nathan Roth und komme aus Zürich. Ich bin 13 Jahre alt. Ich bin der Liam Roth, komme auch aus Zürich und bin 11 Jahre alt. Hallo, ich bin der Jona Roth, ich bin 13 Jahre alt und komme aus Zürich. Wir sind hier in Zürich in der Roten Fabrik in der Ausstellung Motel Nirvana. Es ist eine Ausstellung des Divo-Instituts im Geisten des Dada. Der Dadaismus ist eine übertriebene Kunststil. Ja, jeder kann machen, was er will. Ja, wirklich, jeder kann machen, was er will und irgendwo ausstellen und dann kann man das sich angucken. Dada ist gut, Mann. Ja, ist mega krass. Yo, yo. Ist unglaublich. Hure geil. Yo. Ready, yo, yo, yo. Man sieht hier eigentlich einen Raum, so eine Art wie Wohnzimmer. Viele Stühle, kleine Kaffeetische und eigentlich sehr gemütlich gemacht. Radio! Die Radio-Reporter erzählen euch, was es dort in der Ausstellung zu sehen gab. Zum Beispiel die Schnitzereien von Mikri 3. Ich bin der Ilia. Ich bin 6 Jahre alt. Du gerne Fußball spielen. Ich sehe hier so Biber aus Styropor. Und diese Biber stehen auf zwei Seiten von einer Bühne. Mikri 3 sind 3 Frauen aus Zürich. Unsere Reporterin Yara hat sie interviewt. Hallo, ich bin Yara. Hoi. Was macht ihr als nächstes? Oh, als nächstes? Das nächste Projekt? Ja? Gute Frage, wissen wir gar nicht. Warte mal. Sachen, von denen man Angst hat. Okay. Ein Gruselthema. Von was hast du Angst? Ich weiß es nicht. Vor gar nichts? Von Spinnen. Ja, von der Spinne. Ja, okay. Von den Bibern? Nein. Auch nicht, sehr gut. Sie leben ja gar nicht. Ja, da hast du recht. Danke. Danke auch. Tschüss. Ihr hört Radio-Jo. Radio-Jo. Wir sind jetzt hier in ein Zelt. Ich finde, das ist ein Beduinenzelt. Ein cooles. Und es hat schöne Teppiche, schöne Stühle. Und einen großen Fernseher. In diesem Zelt da oben, die Decken sind ganz farbig und sie haben verschiedene Muster. Hier liegt auch eine Toilettenrolle. Vor mir steht jetzt Sonja und die hat diese Bilder geschaffen. Warum hast du genau diesen Künstler genommen und dann sein Bild eigentlich so auf den dadaistischen Art übertrieben dargestellt? Wir haben schon vor 2 Jahren eine ganze Serie mit 15 Bildern des Malers Anker ausgestellt. Wir haben uns Anker ausgesucht, da die Ausstellung in der Schweiz war und jeder in der Schweiz Anker kennt. Wie habt ihr die Bilder gemacht? Das sind Fotografien. Wir machen zuerst eine Fotosession mit einem Model. Die Fotos werden dann mit dem Computer bearbeitet und auf Leinwand ausgedruckt. Wir streichen dann noch einen Lack drauf, der das Bild antik aussehen lässt. Thank you for your interview. You're welcome. Radio-Jo. Radio-Jo. Ja, ich bin Lamin und ich komme aus halb Gambia und halb Schweiz. Ja, ich bin jetzt kein Kunstlieber, aber
finde es schön, ab und zu mal ins Kunsthaus oder so Sachen anzusehen. Wir hören Radio-Jo. Ihr habt sicher gemerkt, dass das Deutsch in der Schweiz anders klingt als in Deutschland. Die Schweizer sprechen Schweizerdeutsch, also Schweizerdeutsch. Hört mal den Unterschied. Hier Hochdeutsch. In der Schule spricht man eigentlich Hochdeutsch, aber wenn man Freizeit hat, dann redet man meistens Schweizerdeutsch. Und hier der gleiche Satz auf Schweizerdeutsch. In der Schule spricht man meistens Hochdeutsch und in der Freizeit Schweizerdeutsch. Weiter geht's in einem kleinen Raum. Ah, sieht schön aus. Das sind so kleine Miniaturbäume mit großen Wurzeln dran. Also die Bäume hängen in der Luft und schauen, wer da kommt und geht. Ihr hört Radio-Jo. Jetzt haben wir so da ein altes abgebrochenes Fenster, wo man nicht mehr braucht. Da hat jemand zwei Menschen drauf gezeichnet. Ein ganz schwarzer und ein ganz weißer. Ich finde, dass das schön aussieht, weil es so ein altes Fenster ist, nicht so ein neues. Also ich kann mir nicht so gut vorstellen, wie das wäre mit einem neuen Fenster. Ihr hört Radio-Jo. Wir sind jetzt dran an einem Kunstwerk. Das sind aus wie normale Tonnen, wo an einer Schnur an die Decke dran gemacht sind. Aber wenn man reinguckt, sieht man da Bilder. Menschen, Tiere. Da fiel uns das Bild von der Kuh im Gebirge auf. Wieso sind da Krebse im Gebirge? Also, ich habe eine Frage, wieso es in den Bergen Krebsen hat. Wieso es in den Bergen Krebsen hat? Das ist der Kreislauf vom Wasser, das in den Bergen entsteht und dann quer durch die Ländereien geht und dann im Meer landet. Das Wasser geht wieder in die Luft und dann regnet es dann irgendwo wieder. Und dann in den Bergen regnet es dann wieder und dann kommen die ganz kleinen Krebse, die sind so munzig, die kommen mit dem Regenwasser wieder in die Berge und dann wachsen sie dort und gehen dann wieder in den Fluss und dann schwimmen sie wieder zurück ins Meer. Ja, danke. Und was ist das? Ein Schaf? Ich finde dieses Bild außergewöhnlich. Dieses Schaf hat eine Gitarre und so Cowboy-Schuhe. Das ist ein Rock, Schafsbock. Es reimt sich. Mit einer viereckigen Gitarre und Cowboy-Stiefeln. Und ein Vogel sitzt auch noch auf ihm drauf. Wie bist du auf die Idee gekommen, den lustigen Schafsbock zu machen? Ich bin auf die Idee gekommen, weil ich habe das Bild in Irland gemalt. Das ist im Garten vor unserem Haus. Der Schafsbock, das ist der Schafsbock von unserem Nachbarn. Und deshalb habe ich gefunden, ich könnte ihn den ein bisschen verkleiden, damit er noch ein bisschen besser rüberkommt. Ich habe ihm dann meine Gitarre umgehängt und meine Stiefel geliehen. Dann habe ich ihn gemalt. Ich bin eine Mülltüte. Und was ist das in diesen Schaukästen? Das sind die McDonald's-Tüten mit schönen Bildern drauf. Auf den Bildern sieht man Landschaften, also Schnee. Ich glaube im Sommer, Herbst, Winter und Frühling irgendwie. Da schnuppert der Star der Ausstellung an uns. Motor Raczek, die französische Bulldogge. Motor Raczek? Guck mal, das ist auch ein Künstler. Yeah. Ist er echt? Ja, klar. Ich sehe hier einen Kaktus, der ist pieksig, aber er ist kein richtiger. Oh, wow.
Ja, ich stehe hier und sehe so ein in der Zukunft artiges Monster mit so einem Totenkopfgesicht und ein Drahtbein und man sieht seinen Darm und so Flügel aus Alufolie. Und es gefällt mir, weil es modern ist. Ich habe gern Skulpturen, die modern sind. Man sieht es nicht jeden Tag überall, so eine Skulptur. Ich finde es lustig. Ich finde es nicht lustig. Ich finde es lustig. Wenn ich hexen könnte, dann hätte ich jetzt alles lustiger gehext. Hier ist es lustig, weil es hat so viele schöne Bilder, lustige Kunst. Ja, es ist einfach schön. Es ist eigentlich alles verschieden. Nicht wie nur irgendwie so alte Sachen, sondern auch so moderne Sachen und coole Sachen. Also es ist eigentlich ganz verschieden. Es ist wert, hierher zu kommen, weil es hat lustige Sachen, schöne Bilder. Hallo, hier ist nochmal Olivia. Schön, dass ihr zugehört habt. Tschüss!